Das hier ist ein virales Video, in dem Katy Perry in bester Nickelodeon-Manier grünen Schleim ins Gesicht bekommt. Duolingo retweetet dieses Video und schreibt dazu: Hold up, ist das mal... Legt die süße grüne Duolingo-Eule hier nahe, dass es sich bei dem Schleim um ihr Sperma handelt? We were all thinking it, I just said it. Duolingo ist mittlerweile ein richtiger TikTok-Star, dank des edgy Contents. Der Account hat mehr als 7 Millionen Follower. Hier singt sie den Barbie-Song, hier freut sie sich, wie sie die Firmentoilette verstopft hat und hier posiert sie im Tanga. Social-Media-Accounts von Unternehmen werden immer weirder. In TikTok-Kommentaren bezeichnet die Deutsche Bahn Geroldstein-Mitarbeiter als Flaschen. Geroldsteiner nennt die Deutsche Bahn dann später Bre. Die Deutsche Bahn sagt zu ProSieben Digger. Ein amerikanischer Orangensafthersteller deutet in einem Tweet an, lebensmüde zu sein. Ein Steak-Hersteller fängt auf Twitter eine wissenschaftsphilosophische Debatte mit dem Astrophysiker Neil deGrasse Tyson an. Der TikTok-Account vom Empire State Building hilft dabei, ein junges Mädchen davon zu überzeugen, dass ihr Freund sie betrügt. Sus. Warum sind unsere Lieblingsbrands auf einmal so hip und cool und auf so viel Krawall aus? Wie sind wir hier hingekommen? Ende. I'm a Barbie girl, in a Barbie world. Life is fantastic, it's fantastic. 2, 4, guts! What kind of things they have? When I find out, don't expect me to stop. I'll come for the please that he stacked. Im Internet tummeln sich nicht nur edgy Unternehmen. Es gibt schädliche Pop-up-Werbungen, unsichere WLAN-Netzwerke und gefährliche Websites. Hier kommt NordVPN ins Spiel. Bei NordVPN gibt es einen integrierten Bedrohungsschutz. Dieser kann schädliche Werbung und Pop-ups auf Websites erkennen und blockieren. Außerdem kann man viele Geoblockings umgehen. Wer Atlanta feiert, kann sich so die finale Staffel auf Disney Plus auch aus dem Ausland geben. Das geht auch bei Nachrichtenportalen wie der New York Daily. Aus Deutschland kann man die Seite nicht aufrufen. Kurz einen Server in den USA auswählen und schon kann man sich die Artikel durchlesen. Unter nordvpn.com/twoboardguys kriegt ihr 4 Monate zusätzlich auf einen 2-Jahres-Plan. Außerdem gibt es eine 30-Tage Geld-Zurück-Garantie. Und ihr unterstützt unseren Kanal. Hinweis: VPNs bedeuten nicht, dass man im Internet 100% anonym und geschützt ist. Kapitel 1. Kühlschrank, Lohn. Wir schreiben das Jahr 2017. IBEMS ist Jugendwort des Jahres und Konzerne schreiben auf Social Media einfach nur, warum ihr Produkt super ist. Doch dann ändert sich alles. Am 3. Januar greift ein User auf Twitter die US-Burgerkette Wendy's an. Sie würden lügen, wenn sie sagen, ihr Fleisch sei nicht tiefgefroren. Wendy schreibt, dass der User falsch liege. Seit der Gründung 1969 würde die Kette frisches Rindfleisch verwenden. Der User fragt, ob sie das Fleisch roh auf einem heißen LKW transportieren würden. Wendy fragt, wie man kalte Dinge, die nicht gefroren sind, lagert. Der User sagt, dass McDonald's eh viel besser ist mit ihrem Dope-Ass-Breakfast. Wendy's beendet die Konversation. Kein Grund, McDonald's hier mit reinzubringen, nur weil du vergessen hast, dass Kühlschränke existieren. Das Internet flippt aus. Die Tweets gehen viral. Zeitungen berichten darüber, die Social-Media-Managerin gibt Interviews und wird zum Marketing-Star. Werbeabteilungen auf der ganzen Welt sind sich einig. Not bad, not bad. Das Spiel, das Wendy's auf der anderen Seite des Atlantiks spielt, scheint die BVG in Deutschland bereits längst durchgespielt zu haben. Durch ist mir egal, hat sich der Verkehrsbetrieb einen Namen gemacht. Ist mir egal, egal. Auf Twitter macht die BVG zu 50% Witze darüber, dass sie häufig zu spät sind. Erfrischend. In einer Zeit, in der sich sonst viele viel zu ernst nehmen. Digga, wem willst du hier f***en? Sag mal ehrlich, wem willst du hier f***en? Und die BVG hat auch früh erkannt, wie machtvoll und effektiv ein kleiner Twitter-Beef sein kann. 2015. Eine Kundin beschwert sich, dass sie 15 Minuten ohne Handy auf ihre U-Bahn warten muss. BVG macht sich darüber lustig und fragt sie, ob sie jetzt den Netzplan auswendig kann. Die Kundin antwortet, dass die Fahrzeiten anscheinend gewürfelt werden. Der BVG antwortet, das sei eine bösartige Unterstellung. Es gäbe ein hochseriöses Bingo-System, das die zufälligen Abfahrtszeiten ermittelt. Chapeau. Ein brillanter Konter, von dem sich die wartende Kundin wahrscheinlich bis heute nicht erholt hat. Solche Tweets der BVG gehen regelmäßig viral. Die Kampagne wird ein Riesenerfolg. Es erscheinen etliche Artikel mit den besten BVG-Tweets. Andere Unternehmen wollen auf den neuen Trend aufspringen. Nichts leichter als das. Wenn das deutsche Unternehmertum für etwas bekannt ist, dann für die selbstironische, witzige und kultige Art und ein umfassendes Verständnis des Internets. Gerade Banken scheinen soziale Medien besonders gut durchdrungen zu haben. Modernes Leben braucht auch ein modernes Banking. Kapitel 2. Wir per Du. Die TikTok-Accounts deutscher Regionalbanken überraschen immer öfter mit bahnbrechenden Challenges.
Hi, ich bin Sonja und ich esse heute eine Banane. Die Sparkasse Hellwig-Lippe gibt stolz auf Instagram an, ab jetzt werden Mitarbeiter geduzt. Wow. Der Grund ist einleuchtend. Die Duzkultur fördert eine offene und ehrliche Kommunikation. Zu Demonstrationszwecken wird in dem Video jeder Untergebene vom Chef lockerlässig angeduzt. Morgen Ulla. Morgen Thomas. Hi Maren. Moin Daniel. Hi Thomas. Tag Michi. Moin Thomas. Hashtag wir per Du. Auf Lock. Andere Bankfilialen wagen noch einen weiteren Schritt. Es wird nicht nur das Team geduzt, die Macher des Films brechen die vierte Wand und duzen uns, die Zuschauer. Mal ehrlich, was ist dir wichtiger, dass dein Banking stressfrei ist oder dass es nachhaltig ist? Ein Mann auf einem City-Roller lehnt die Beantwortung der Frage ab. Also ich kann mich da gar nicht entscheiden und will ich auch nicht. NPC. Plötzlich ist die Frau hinter der Pflanze nicht mehr hinter der Pflanze, sondern legt sich auf eine Bank, um aufzulösen, was wir alle brauchen. Wenn es dir auch so geht, dann ist vielleicht das ING-Girokonto Fütter das Richtige für dich. Digger. Auch das Bankenwesen hat irgendwann erkannt, mit was sich besonders viel Reichweite generieren lässt. Mit einem waschechten Beef. Hier pöbelt die PSD Bank Nürnberg andere Regionalbanken in einem Diss-Track an. Eine bayerische Regionalbank, die in Kendrick-Manier Bitch be humble zur Sparkasse sagt. Slay. Fans wie Uli M. aka Schnubbel 7 fragen völlig zu Recht, wer sich denn sowas ausdenkt. Kapitel 3. Bahn Burns. Social Media Beef und die Deutsche Bahn ist eine kleine Saga für sich. Es fängt an, als Greta Thunberg im Jahr 2019 einen Tweet absetzt. Der Zug ist voll und sie sitzt auf dem Boden. Ein deutscher AfD-Politiker antwortet: You should have bought a seat reservation, it cost 4 Euro and you have a seat. Enough money you sure have earned. Bruh. Die Deutsche Bahn verzichtet darauf, den Streit zu beschwichtigen oder einfach nichts zu sagen. Liebe Hashtag Greta, danke, dass du uns Eisenbahner im Kampf gegen den Klimawandel unterstützt. Wir haben uns gefreut, dass du am Samstag mit uns im ICE 74 unterwegs warst und das mit 100% Ökostrom. Noch schöner wäre es gewesen, wenn du zusätzlich auch berichtet hättest, wie freundlich und kompetent du von unserem Team an deinem Sitzplatz in der ersten Klasse betreut worden bist. In diesem Moment hat die Deutsche Bahn wohl beschlossen, einfach keine F*** mehr zu geben. YOLO. Als nächstes wird der US-Bestseller-Autor T.C. Boyle verhöhnt. Er wartet in einer DB-Lounge auf seinen verspäteten Zug. Die Deutsche Bahn twittert, sie wollte ihm nur genug Zeit geben, um zu schreiben. Auch gegen andere Konzerne wird fleißig geshootet. Obi wird gefrontet, weil man bei Obi nie Mitarbeiter findet, Pro7, weil da so viel Werbung läuft und Vodafone, weil die schlechten Kundenservice haben. Auch gegen die AOK und Gerold Steiner werden Shots gefeuert. Unter einem TikTok werden neue Battle-Partner gescoutet, die dann einer nach dem anderen weggeroastet werden. Ein User fragt, warum Lidl verschont wird. Die Antwort: lohnt sich nicht. Jodel schreibt, dass ihre Bahn 2 Stunden Verspätung hat. Die Antwort: wenn dein Waschbär den Lokführer nicht gebissen hätte, wären wir pünktlich. Kabel 1 kritisiert das WLAN in der Bahn und wird gekontert mit WLAN oder wie wir sagen, Kabel keins. Weil die Deutsche Bahn sich selbst so kultig findet, küren sie jede Woche ihren Kommi der Woche. Goofy. Hier feiern sie sich, wie sie HelloFresh fronten. Unter dem TikTok geht es dann heftig zur Sache. HelloFresh fragt, ob die Deutsche Bahn schon mal ihr eigenes Bordbistro besucht habe. Die Antwort: besucht nicht, aber gesucht. Ein anderer User fragt, wie viele pünktliche Züge die Deutsche Bahn hat. 2.5 pro Monat. Der User kriegt zurück: Zufall, das ist ja genau dein Kontostand in Euro, meinte Sparkasse. Interlude. DAZN Broer. Besonders bitter ist der Fall DAZN. Vor 3 Jahren hat der Sportstreaming-Dienst angefangen, Killer-Meme-Titel für Highlight-Videos auf YouTube rauszuballern. So vom Praktikanten. Was sind Ihre Talente? Ich kann jedes deutsche Meme auswendig. Die Titel wurden lange sehr hart gefeiert. DAZN hat das Talent des Jahrhunderts in den eigenen Reihen. Bester Titel aller Zeiten. Mittlerweile hat DAZN aber seine Preise von 2019 9,99 € im Monat auf mittlerweile 44,99 € im Monat erhöht. Das feiern die Leute natürlich nicht mehr und deswegen sind in den Kommentaren jetzt meistens 70% Preiserhöhungsmemes. Was für ein Schuss, der ging ja fast so schnell wie die Preise hoch. Scheppert mehr als die Preiserhöhung. So klatscht es bei mir auch, wenn meine Frau sieht, dass ich so viel Geld für DAZN ausgebe. Kapitel 4. Warum all diese? Einige Brands haben Social Media besser verstanden als andere. Moin Thomas! Marken, die plötzlich einen komplett unkonventionellen Charakter spielen oder Beef miteinander haben, sind oft einfach sehr unterhaltsam. Deutsche Bahn.
Das hier ist Zaria Parvis, das Mastermind hinter dem Duolingo-Account und ein Star in der Szene. A lot of our audience just wants us to be authentic and human. So as a language learning app, we decided to start speaking Gen Z. Menschlich und authentisch. Es soll so rüberkommen wie eine Art Freund, ein alter Bekannter. Das nennt man auch Brand Friendification. Man soll nicht direkt merken, dass da ein Unternehmen hintersteckt, sondern vielleicht einfach eine Eule im Tanga. Brand-to-Brand-Teasing, also das Streiten von größeren Marken, kann laut einigen Studien auch sehr sympathisch wirken. Wendy's und Burger King haben es in den USA vorgemacht, die Deutsche Bahn macht es in Deutschland nach. Genauso wie andere Twitter-User oder TikToker können sie durch polarisierende Statements und Beefs viral gehen und Reichweite generieren, ohne große Werbebudgets. Und häufig ohne sich mit echter Kritik auseinanderzusetzen. Ich meine, ist ja cool, dass die Deutsche Bahn jetzt sassy ist, aber das ändert natürlich nichts daran, dass das ein absolut katastrophaler Saftladen ist, ein unpünktlicher Angstraum auf Schienen mit zu Recht krank frustriertem Personal. Weil Beef für Reichweite bekanntlich so gut funktioniert, haben wir uns in einem neuen Video mit ein paar deutschen Familiendynastien angelegt. Wir haben nämlich einen neuen Kanal. Einige von euch wissen es schon. Wir machen nach vielen Jahren endlich wieder Videos auf Englisch. Mit vernünftigen deutschen und englischen Untertiteln. Der Kanal heißt Fern, für Fernweh. Er ist eine Kooperation mit Elmar von Hoch, ein sensationeller englischsprachiger YouTuber. Es sind schon mehrere Videos draußen, alle wirklich sehenswert, besonders das über Toiletten. Den Link zum neuen Kanal und dem aktuellen Video findet ihr angepinnt als Kommentar und in der Beschreibung. Wir würden uns wahnsinnig über eure Unterstützung freuen. Schaut nach links und rechts, wenn ihr über die Straße geht, feiert gut und Case closed.